So, das ist keine so gute Idee. So. Während wir auf den nächsten warten, kann ich mich noch mal kurz hochbuffen. Da kommt er ja schon. So. Kommen hier ran. Und ja, die Schwerter der vier Könige sind etwas tricky. Au. Sind etwas tricky, weil je weiter wir von den vier Königen wegstehen, desto mehr Schaden können sie uns damit machen. Au. Und ja, die Zauberbarriere ist Gold wert hier. So. Nummer 3 ist weg. Es kann sogar passieren, dass man gegen 5 der 4 Könige kämpfen muss. Weil man es zeitlich einfach nicht schafft, den Lebensbalken schnell genug leer zu bekommen. Was wir allerdings schaffen dürfen. So. Und weg. Ja, der einzige Boss, der mit einer Zwischensequenz stirbt. Und viel Menschlichkeit hat. Sehr schön. Ja, und normalerweise würde jetzt hier Karf auftauchen. Und uns sagen, ja, bla bla. Die Dark Waves haben ihn enttäuscht. Und wir sind der neue Dark Lord. Und Fremd verarscht uns nur und so weiter. Ob man das Ganze glauben möchte, ist jedem seine Meinung. Ich glaube nämlich, ich für meinen Teil glaube, dass die Drachen, jeder von ihnen, die Drachen, die Urschlangen, und zwar beide, teilweise lügen und teilweise die Wahrheit erzählen. So. Gut. Wir haben die Fürstenseele. Fürstenseele. Seele des Grabfürsten Nito, der erste der Toten. Diese Fürstenseele wurde zu Beginn des Zeitalters des Feuers entdeckt. Grabesfürst Nito beherrscht den Tod aller Wesen und die Macht dieser Seele ist groß genug, um das Herrschergefäß zu sättigen, obwohl schon ein großer Teil der Energie dem Tode geopfert wurde. Ja, die hatten wir schon. Seele der Hexe von Isolith, die vom Chaoswesen verzehrt wurde. Diese Fürstenseele wurde zu Beginn des Zeitalters des Feuers entdeckt. Die Hexe versuchte, die erste Flamme mit Hilfe einer Seele zu duplizieren, erschuf aber ein Chaos im Feuerwesen. Seine Macht schuf eine Lebensgrundlage für alle Dämonen und kann das Herrschergefäß vollständig sättigen. Fürstenscherbe, vier Könige. Fürstenseelenscherbe. Also ja, das hier sind Fürstenseelen und das hier sind Seelenscherben. Seele eines der vier Könige, der Finsternis verfiel. Dieses Fürstenseelenfragments wurde zum Beginn des Zeitalters des Feuers entdeckt. Fürst Gwyn erkannte die Umsicht der vier großen Anführer von Neulondo und gewährte ihnen Ränge und die Fragmente einer großen Seele. Es ist zwar nur ein Seelenbruchstück, sättigt aber dennoch das Herrschergefäß. Ja, das ist die einzige Seele, die etwas anders aussieht. Seele von Seth dem Schummellosen. Dieses Fürstenseelenfragments wurde zum Beginn des Zeitalters des Feuers entdeckt. Sif hatte sich mit Fürst Gwyn gegen die Drachen verbündet und dafür den Adelstitel eines Herzogs und das Fragment einer großen Seele erhalten. Es ist nur ein Bruchstück, sättigt aber dennoch das Herrschergefäß. Also ja, das sind die Seelen der Fürsten, die wir sammeln sollten, um sie zu opfern. Und jetzt müssten wir eigentlich mit ihr reden können. Nein, sie sagt immer noch dasselbe. Normalerweise dankt sie uns dafür, dass wir versuchen, den Fluch zu brechen und dass sie dann als Mensch sterben kann, nicht mehr eine Feuerhüterin sein muss. So, wir haben die vier Könige besiegt. Wir haben damit die letzte Seele. Jetzt fehlt nur noch das Drachental. Und dann sind wir eigentlich im Großen und Ganzen bis auf das Endgame fertig. So, einmal Fahrstuhl bitte. Also ja, dann kommen wir, gibt es noch das große Finale. So. Und ja, hier habe ich auch noch eine Kleinigkeit zu tun.
Und zwar möchte ich Rickard. Das müsste wirklich Rickard sein, der Schmied. Hey, hang on. That's a sorcery ember, isn't it? Yes, it certainly is. First I've seen since my banishment from Vinheim. What do you say, friend? Mind giving that to me? This is no man's land. I'm the only one who could handle it anyway. Yeah, Zauberglut. Yes, as you should. I won't disappoint you. I'm taskless no longer. Yeah, hat noch was zu sagen? What is it? There's nothing to talk about. We're both cursed, undead. Yeah, neues zu sagen hat nicht. Come back soon. Smithing help, don't let me wither away. Ja. Du wirst für alle Ewigkeit wohl da eingesperrt bleiben, oder bis du zur Höhle wirst. Wir hingegen suchen jetzt das Drachental auf. Denn da hinten ist ein neuer, etwas Neues aufgetaucht, was wir einsacken können. Ein weiblicher Körper. Also das erkennt man an der Unterwäsche. Wir haben nämlich hier Beatrice Ausrüstung. Genau. Hexen. Der Hut der abtrünnigen Hexe Beatrice. Fast alle Zauberwirker, die einen Stab verwenden, lernten auf der Drachenschule. Doch Beatrice gehört zu den Ausnahmen. Sie stellte sich dem Abgrund, überlebte diese Prüfung jedoch nicht. Ja. Ups. Und waffenmäßig haben wir ihren Beschleuniger. Der Beschleuniger der abtrünnigen Hexe Beatrice, das Gegenstück zu den Beschleunigern von Vinheim. Man sieht diesem uralten Beschleuniger an, dass er für sehr alte Zauberei benutzt wurde. Er wurde von Generation zu Generation weitergegeben, um bis hierher zu gelangen. Also ja, Beatrice Beschleuniger. Wie ich ja sagte, wir hätten Beatrice im Kampf gegen die Four Kings rufen können. Hätten wir sie damals beim Mondlichtschmetterling beschworen. Aber sie wäre im Kampf gegen die Four Kings eigentlich kaum eine Hilfe gewesen, außer dass sie sich hätte von ihnen töten lassen. Sie hätte sie nur viel schwerer gemacht. Und ich bin echt froh, die Zauberbarriere gehabt zu haben. Das hat den Kampf so dermaßen erleichtert. So. Jetzt geht es auf ins Drachental. Drachen töten. Ja, und ich hätte mich vorher beim Feuerbandschrein einloggen sollen. Denn so viel Flakons habe ich leider nicht. Aber ich habe... Naja, okay, ich habe 16 Stück. Das ist immer noch mehr als die... Mehr als 3 Viertel. Ich muss halt ziemlich vorsichtig sein bei den Jungs da. Und ich sollte den Ring wechseln. Ausdauerring ist in dem Fall die bessere Alternative. So. Hey Kumpel. Ja, schmeißt du nur deine Blitze. Ich hau dich währenddessen. Wow. So. Das war schon mal der schlimmste von ihnen. Wobei die drei da hinten auf der Brücke noch schlimmer sein können. Die können mich nämlich runterschmeißen. So. Dich ignoriere ich erstmal kurz. Ja. Du kannst rumspacken, so viel du willst. Ich gehe kurz hier rein. Hier gibt es nichts mehr. Und nehme kurz den Aufzug. Der weiter nach oben führt ins Finsterwurzbecken. Und zwar zu dem Leuchtfeuer dort. Dort will ich kurz rasten. Ja, da kann ich dir eine Menschlichkeit ausgeben, um das Leuchtfeuer wenigstens 1 aufzustufen. Auf 10. So, die Idee ist gar nicht mal so schlecht. Und kann kurz in die bodenlose Kiste die Sachen loswerden, die ich gerade nicht brauche. Also zum einen die Hexenklamotten. Genau. Komischerweise ist ihr Hut
ein Stück weiter oben, nämlich über der Krone von Dusk. Warum auch immer. So, und jetzt waffenmäßig. Bastardschwert brauchen wir. Dum, 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 dum. Die Hacke brauchen wir nicht. Langbogen brauchen wir. Goffbogen brauchen wir nicht. Beatrice-Beschleuniger brauchen wir nicht. Die Pyromantie-Flamme brauchen wir nicht. Schild haben wir. So, das heißt, Zauber einstimmen brauchen wir auch nicht. Ausrüstung reparieren mal wieder. Seht ihr, dieses Mal haben wir fast keinen Schaden genommen. So. Gut. Das heißt, wir können jetzt die Drachen da töten. Insgesamt 5 Stück. Den einen hatten wir ja jetzt gerade schon mal. Und dann kommen wir zu der Schleusentür, die nach Neulondo führt. Was die erste Abkürzung sein sollte. Wobei ich das nicht wirklich eine Abkürzung nennen kann durch die ganzen Drachen durch. Ja. So. Weg mit dem ersten. Der zweite kann etwas nervig sein. Achso, Pfeile wechseln. Aber wenn wir in den Kopf schießen. So, haben wir ihn schon mal genug geärgert. Dass wir ihn einfach hauen können. So. Einmal kurz heilen. So, 2 sind weg, bleiben nur noch 3. Und die Banditensachen. Okay, wir haben schon mal einen geantwortet. So, und ja. Was kann dies sein? Vor allem müssen wir aufpassen, dass wir die Schwänze nicht runterschubsen. So. Der nächste, bitte. Das wär's dann du. Oder du bleibst einfach da stehen und ich baller dich ab. Moment, habe ich noch Goffs Großbogen? Nein. Schade, den hätte ich euch gerne bei einer Aktion gezeigt. Egal. Damit geht's auch ganz gut. Also ja, Goffs Großbogen wäre ein richtiges Katapult im Vergleich zum Langbogen, den wir gerade benutzen. So. Jetzt haben wir nur noch einen hier. Und ja, es ist auch ganz toll, dass sie daran gedacht haben, dass die Leichen rausgespült werden. Wenn man das Tor öffnet. Die liegen nämlich normalerweise vorher nicht da. Mal vorsichtshalber was trinken. So. Und weg. Und ja, hier hätten wir den Eingang nach Neulondo wieder. Also die andere Seite. Und hier ist eine Leiter, an der wir hochklettern können. So. Weil hier oben liegt noch eine Kleinigkeit, der rote Tränensteinring. So, also rüstungsmäßig haben wir die Banditenrüstung gefunden. Diese Rüstung wird von Banditen getragen, die Bergdörfer plündern und Reisende überfallen. Ja, das über Stoff und Leder angebrachte Metall sorgt für Mobilität und Sicherheit.
Schützt vor der sengenden Sonne Staub und Sand und hilft einem in der Hitze des Gefechts Freund und Feind zu unterscheiden. Ja, Banditen, die Freund und Feind unterscheiden.